Und damit hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Omzi 2, endlich mal wieder nach Ewigkeiten. Ja, wir sind heute hier in Wien mit einem offensichtlich veralteten Repaint, nur ich hab jetzt nicht mehr geschaut, wie ich das jetzt verbessern kann. Und ich wollte gern C2 fahren, deswegen. Sonst müssen wir mal versuchen, das jetzt zu ignorieren. Möglich ist es. So, ich melde dann mal kurz meinen Dienst an. Weiß ich jetzt einmal kurz da. So, dann nochmal die PIN. Die Dienstnummer will er auch gleich nochmal haben. So. Und dann kommen wir los. Jetzt FIMMS Linie. So, ich gebe mal 24, ich gebe mal 024 ein. Hat der super funktioniert? Achso, wir sind ja auch auf der 23a. Also, die 23a ist es. Es funktioniert schon mal nicht. Das ist super. Achso. Man muss aber irgendwie schildern hier. Es muss ja irgendwie gehen. Das ist halt das Problem jetzt hier. Das ist halt wirklich... Was gibt's da nicht? Moment. Nee, jetzt habe ich die 230 angemacht. Moment mal. Dann im Lauf. Eins. Geht das? Ja, okay. Zur Hausfeldstraße. Da wollen wir nämlich hin. Genau. Genau, weil Wien ist irgendwie so ein bisschen vernachlässigt. Das macht kaum. Das wird irgendwie kaum gemacht hier. Beziehungsweise ich mache das wirklich fast gar nicht. Cool. Okay, wir können direkt auch weiterfahren, weil... Oh Mann, das ist echt ein bisschen schade, dass es wie Paint so kaputt ist. Naja. Ich wollte so gerne mal ein Citaro 2 durch Wien fahren. Noch mal kurz Folgendes. Kann ich... Nee, okay, jetzt nicht. Jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Jetzt habe ich da eine rote Ampel, das bietet sich gleich. Ja. Das faszinierende Hindernis mit dieser Scheibe. Reales Wetter, ich schau mal kurz bei Wien. Haben wir Wien hier drin oder? Doch, wir haben Wien. Okay, cool. So, haben wir jetzt hier das Wiener Wetter und es ist dann recht kalt, schätze ich mal. Ja, muss tatsächlich mal schauen, wie ich das Gelenk behoben bekomme, weil das natürlich schlecht so. So, doch, das ist richtig, okay. Ich habe irgendwie erst dran gezweifelt. Wir fahren ja mal ein Citaro 2 Solo. Ich fahre ja selten Solo-Busse. Ah, guck mal, okay, wir hatten uns gehört. Niemand gesehen. Ja, schön, dass ich mich nicht verfahren habe. Das ist super. Ja, toll. So. Ja, und so fahren wir durch. Naja, eigentlich stimmt der Citaro 2 ja nicht ganz so, wie wir ihn hier haben. Weil die Wiener Citaro 2 Solis haben ja drei Türen. Thank you.
Nee, okay. Das ist wirklich schlecht. Hier hätte ich nach rechts gemusst, okay. So, irgendwie verfahren wir uns heute echt auf, kann das sein. Guck mal in die Außenansicht, das sehe ich rein gar nichts. Ja gut, dann fahren wir ein bisschen gegen die Büsche. Also ich muss mich mal mehr konzentrieren auf das. Ich habe hier schon ein Navigationssystem. Das seht ihr nicht, aber ich sehe es. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Naja. Ja genau, das ist ein Feature von Wien. Hier gibt es ja Motorräder. Stimmt, das ist so ein Wiener Feature. Wir wissen natürlich, alle Motorräder gibt es nur in Wien. Zudem auch in Omsi. Nee, ich finde, Motorräder hätte man nochmal ruhig in mehreren Maps umsetzen können. Grüße! Grüße! Tag! Ja! So! Kollegen kommen uns hier einige entgegen. Da siehst du mal Qualität der Wiener Linie. Die haben irgendwie auch so eine übersichtliche Typenvielfalt. Die haben halt ihren MAN, Marlein City Kollegen glaube ich noch. Und dann haben sie noch ihre Citaro 2 Größe, genau. Und nicht so viele. Das ist, macht es dann dem Omsi-Spieler einfacher, passt da eh Listen zu erstellen. Ja, ich habe natürlich auch hier wieder meine Finger in der Liste.
noch haben wir nichts davon gesehen. Immer wenn wir vielleicht Glück haben, dann wünschen wir vielleicht mal 10 Euro 2 im KI-Betrieb. Habe schon erwähnt, dass ich mich heute irgendwie nicht so richtig konzentrieren kann. Na toll. Moment. Dummi dummi dumm. So. Ja. Ich bin Profi. Ja, nehmen wir mal die Ampel noch mit. So. Oh, das hat niemand gesehen. Oh Mann, ey. So, was wir nochmal ganz wichtig machen. Hier muss ich nach links kommen. Ja, da sieht man mal, ich bin irgendwie, glaube ich, zwei, dreimal auf ihn gefahren und dann nicht mehr. Es ist nicht nur irgendwie, also damit. Ich meine, das, was an Wien nicht so gefällt, ist irgendwie dieses Schilderungssystem, das ist so gewöhnungsbedürftig. Das ist ein bisschen schwierig. Gut, in 10 Euro 2 ist es einfach, aber wenn man sich jetzt mal den mitgelieferten, einen der mitgelieferten Busse nimmt, da blicke ich nicht durch. Das ist so ein Problem davon. Und wie bremst du her? So, raus mit euch. Ach, die wollen schon raus. Grüß dich. Nach links hier. Genau, Wien ist ja eigentlich an sich schick gemacht, wenn ich mir das ja nochmal anschaue, aber es ist schade, dass es Sigaro 2 repaint wird. Also das ist ein bisschen doof. Na, vielleicht kann ich das Repaint mal bearbeiten, aber das ist. Okay, die Tür ist nicht sehen, automatisch autonom übrigens. Autonome Tür ist auch sehr interessant.
gerade eben durch Zufall gesehen, dass er Bean von U-App ist. Und die kümmern sich ja auch um das Münchennetz von Lotus, genau. Die machen nämlich das Münchennetz von. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich hoffe gut. Macht bestimmt Spaß, auch in München mit der Straßenbahn mehr zu kreisen. Naja, wie gesagt, ich versuche euch über neue Add-ons und sowas alles auf dem Laufenden zu halten. Nur ich lebe halt von meinem Taschengeld. Und dann kann ich jetzt nicht immer alle Add-ons aufverlegen. So. So, jetzt hier. Tschüss, Autofahrer. Was ist da jetzt passiert? Was ist da passiert? Nichts mit Autos. Okay, das ist schon mal beruhigend. Dass die gleich aussteigen, nur weil ich gegen den Bordstein geknallt bin. Komm. Grüße. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir fahren. Mal gucken, vielleicht kann ich diese Linie in einem Satz abfahren, ansonsten wird die Folge wieder gespalten. Kennt ihr ja von uns. Hallo. Ich kann das Repaint nicht updaten, weil hier diese weißen Texturen deuten darauf hin, dass genau diese Stelle ist nicht verpflegt mit Texturen und das ist doof. Weißt du, wenn jetzt hier nur überflüssige Texturen gewesen wären, ja, wie es hier an der Tür auch rechts ist, dann hätte ich es machen können, aber ich fürchte so, dass da haben wir schon wieder eine Haltestelle. Die liegen aber irgendwie dicht aneinander, kann das sein. Grüße. Also, können wir auch noch rein hier. Aber dann haben. Und raus wäre auch noch jemand, das ist aber noch spät. Komm nicht weiter, weil dann Kreisverkehr. Das ist toll. So, weiter. Jetzt aber. Oh, komm, Kollege. Wirklich? Was ist denn das hier für eine Kreisverkehrsregelung? Weißt du, jeder fährt, wenn er will, oder was? Leute von außerhalb des Kreisverkehrs vorgedrängelt, ich glaube so.
Haben wir eigentlich genug Platz im Solo? Ja, aber locker. Ich verstehe gar nicht, warum wir so viele Gelenkbusse fahren. Wir wollen doch Platz hier im Solo. Ah, ich sehe es gerade, genau. Wir kommen die Haltestelle, also das hier, wir fahren jetzt die vorletzte Haltestelle an. Danach sind wir schon unterm Ziel. Ich kann nicht mehr sprechen. Toll. So, dann. Raus mit euch und rein mit euch. So. Stehen. Verpassen Sie die? Ich bin gespannt. Erwischen die erstmal noch? Was meint ihr? Ja, ich wünschte, ich könnte durch diese Scheibe gucken. Wäre hilfreich. Ah! Oh, was denn das hier für ein Scheiß? Komm, diese anderthalb Minuten hätten den Leuten jetzt auch nicht mehr viel gebracht. Und tschüss, da fährt sie. Jo, das ist mein Anschlussgarantie. So muss das. Ah, was ein Scheiß. Naja, so, würde ich mal sagen, meine Freunde, das war's. Und somit bis zur nächsten Folge und bis dahin. Ciao.